willkommen zu einem neuen Video von uns. Mahlzeit. Ja, ihr musstet ein bisschen warten. Der kleine Mann hält uns natürlich ein bisschen auf Trab. Was erzählen wir heute? Heute erzählen wir euch die 5 Dinge, die wir nicht mehr so nehmen würden, wenn wir wieder einen Bulli konfigurieren würden. Genau. Es haben nämlich ganz viele von euch in den YouTube-Kommentaren oder Off-Runde gefragt, was wir wieder nehmen würden, was wir nicht wieder nehmen würden. Zum Beispiel Marben A, die hat auch gefragt, was würdet ihr definitiv weglassen bei der nächsten Konfiguration. Und das sagen wir euch jetzt mal. Nummer 1, was ich definitiv nicht mehr nehmen würde, ist die Zusatzheizung für hinten, die wir genommen haben. Die zeigen wir euch mal kurz. Die haben wir genommen, weil wir keine 3 Klimazonen Klimaautomatik haben, genau. Hat uns der freundliche Händler empfohlen, dass wir für hinten zumindest eine Zusatzheizung nehmen. Ich finde, sie ist total Quatsch, weil sie macht weder warm noch kalt, sie macht überhaupt nichts. Und sie sitzt an der Stelle oder an einer Stelle, die verhindert, dass wir die Komfortschalttafel nehmen konnten. Und das ist ziemlich ärgerlich, damit fehlt uns der Becherhalter, damit fehlen uns oben ein paar Klappen auf der Ablage. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir jetzt eigentlich den Transporter optisch fahren. Ist auch praktisch, hat man nicht mehr die ganzen Fingerabdrücke auf diesem Hochklappklavierlack. Nichtsdestotrotz ist diese Zusatzheizung, finde ich, völliger Quatsch. Nächste. Was wir auch nicht wieder nehmen würden, ist diese CarPlay-Vorbereitung, weil ich habe das letzte Mal ausprobiert in einem A4 Audi-Mietwagen mit CarPlay, mit Android Auto, muss ich dazu sagen, nicht CarPlay, sondern Android Auto, aber CarPlay ist ja dasselbe in Grün von Apple. Das macht nicht wirklich Sinn, finde ich, also so eine Handyhalterung, wie ich hier habe, und Telefon dran und dann während der Fahrt bedienen. Da habe ich mehr von, da habe ich mehr Funktionen vor allem. Bei CarPlay, Android Auto habe ich nur ein gewisses Set an Funktionen, Spotify, Maps oder Waze. Anrufe, das war's. Ja, ich kann bei den Anrufen aber nur die letzten 10 oder sowas sehen und nicht die letzten 20 angerufenen Leute. Ich kann schlecht auf Telefonbuch zugreifen. Was natürlich geht, ist Sprachsteuerung. Das ist wiederum sehr cool, darüber was zu machen. Und auch darüber SMS sich vorzulesen zu lassen und zu beantworten. Aber das kann ich zur Not auch mit einem Tastendruck auf meinem Telefon. Also dafür irgendwie den Aufpreis zu bezahlen, beziehungsweise das, was wir haben, ist ja nur die Vorbereitung. Wir müssten jetzt, um das wirklich nutzen zu können, nochmal, ich glaube, 160 Euro bezahlen und würden dafür einfach nur so einen kleinen Code kriegen, den die VW-Mitarbeiter eingeben und dann ist das Ganze freigeschaltet. Brauche ich nicht. Nächste. Achso, und dann haben wir noch die WLAN-Funktion, WLAN-Vorbereitung genommen. Dafür gibt es hier so einen kleinen USB-Port vorne. Da käme eigentlich so ein UMTS-Stick rein, der letztendlich dann einen Wi-Fi aufbauen würde, sodass man alle Telefone im Auto damit verbinden könnte. Wir haben auch da nur die Vorbereitung bekommen, obwohl ich dachte, wir würden diesen Stick auch bekommen. Haben wir aber nicht. Guck mal, da ist noch ein T6. Ja. Wir haben diese Vorbereitung dann nicht bekommen, diesen Stick nicht bekommen, so, sondern nur die Vorbereitung. Und selbst wenn wir den Stick dazu bekommen hätten, fände ich es sinnlos, weil der steckt hier im Auto. Ja, also wenn, müsste da schon ein fest integriertes Modul sein im Auto, wie das bei BMW oder Audi verfügbar ist. SIM-Karte rein, Antenne auf dem Dach, Wi-Fi im Auto mit geilen Empfang und die ganzen Strahlen sind außerhalb vom Auto. Aber hier so einen Stick im Auto anzubringen, der einen mit Strahlen vollpumpt und dann auch noch ein Wi-Fi generieren soll, macht auch keinen Sinn, hat ich weiß nicht was an Aufpreis gekostet, total überflüssig. Nächste. Was ich auch wieder oder was ich beim nächsten Bulli weglassen würde, ist definitiv das Navi. Ich weiß gar nicht, das war glaube ich ein bisschen verbunden mit der Soundanlage oder so, ne, dass wir das Radio genommen haben. Da ist das Navi drin, aber eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, weil wir haben immer das Handy zum Navi. Ich muss ehrlich sagen, ich nutze es schon ab und zu, aber ich kann genauso gut auch Google Maps anmachen. Habe ich früher auch genutzt, ich hatte in meinem alten Polo auch kein Navi. Deswegen finde ich das hier, ich weiß jetzt nicht, hat es Aufpreis gekostet? War das nicht irgendwie mit dem Radio und mit dem Soundsystem zusammen? Ist ja bei den meisten Autoherstellern, wenn du halt eben ein größeres Display haben willst, hier mit mehr Funktionen und so weiter und dann auch Navi dazu nimmst oder größere Boxen haben willst, das ist immer alles irgendwo zusammen. Ein Paket, ne? Ein Paket. Aber das, wie gesagt, wenn dann Navigation, wenn man das rausstreichen könnte, würde es von mir aus, müsste es nicht drin sein. Ja, von mir aus auch nicht. Also dann lieber einfach in Zukunft, ich lege mein Telefon hier in so eine Schale rein und kann dann mit Knöpfen und alles bedienen vom Telefon. So mal in die Zukunft gedacht. Ne?
Nächste. Was wir nicht wieder nehmen würden, wäre das normale Lenkrad, sondern stattdessen das Multifunktionslenkrad mit hier Kippschaltern und Tralala und Rädchen und so weiter und so fort. Weil beim Musik weitermachen, beim Skippen oder um mal kurz hier so einen Anruf anzunehmen, ist das doch schon ein bisschen nicer. Hat aber auch die Gefahr, zumindest kenne ich das von 1er BMW-Modellen, dass gerade die sehr attraktiv sind für Diebe, diese Multifunktionslenkräder. So gesehen ist das vielleicht auch nicht schlecht, dieses normale. Weiß ich nicht. Nächste. Als letztes auf der Liste haben wir das Multiflexboard. Genau, das Multiflexboard haben wir genommen, würde ich aber beim nächsten Mal, glaube ich, nicht mehr nehmen, weil kostet einfach viel Geld, kann man sich sparen. Man kann sich besser aus vernünftigen Kanthölzern was selber bauen oder vielleicht sogar von, was war das, fluchtfahrzeug.de, ja. Sich quasi so ein Küchenmodul besorgen und das einfach hinten reinflanschen und das von der Höhe halt so wählen, dass man trotzdem das als Bettverlängerung nehmen kann, als Kopfteil und dann darüber die Matratze legen. Also dafür braucht man keinen Multiflexboard. Guck mal, der hat eine Rückfahrkamera als GoPro. Ach, geil. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weitere Sachen habt, könnt ihr gerne unten in den Kommentaren natürlich was wieder schreiben. Ansonsten immer wie gehabt, den Subscribe-Button hier unten müsste der sein, glaube ich. Und was uns natürlich auch sehr freuen würde, wenn ihr diese Glocke einmal läutet, sodass ihr immer sofort eine Benachrichtigung bekommt, sobald eins unserer Videos online ist. Und schreibt doch gerne. Und Daumen hoch vor allem. Genau, Daumen hoch. Und schreibt uns doch mal in die Kommentare, wenn ihr einen Bulli habt oder selber mal konfiguriert habt oder selber einen fahrt, was euch stört, was ihr auch euch wegwünscht, was ihr nicht mehr nehmen würdet oder nicht haben wollen würdet. Das würde uns auch mal interessieren, was bei euch so die Tops und Flops sind. Ja, und vielen Dank auch für die ganzen anderen Zuschriften. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir euch helfen können, auch bei einer Bulli-Konfiguration. Ja. Wir haben da schon ein paar E-Mails, SMS und alles Mögliche bekommen. Haben uns sehr darüber gefreut. Ja. Vielen Dank für alles. Bis bald. Tschüss.